It's a joy and a privilege to be able to be with you today and to open God's Word as we study together. Es ist mir eine Freude, hier zu sein heute Morgen mit euch und das Wort Gottes mit euch zu lesen. It was said earlier that we have a love for the German people, and it's true. Es wurde vorher gesagt, dass wir eine Liebe für das deutsche Volk haben, und das ist wahr. My family is from the region of Baden. Meine Familie kommt aus der Region Baden. Many generations ago, my family came to America from that part of the world. Und viele Generationen zurück kam meine Familie nach Amerika von dort. And then my wife's family is from Hamburg, and just two generations ago, they moved to America as well. Und die Familie meiner Frau, die kommt aus Hamburg und die ist erst vor zwei Generationen nach Amerika gekommen. So when I am in the cities of Germany or riding through the countryside, in my heart there's a sense that I'm always at home. Und wenn ich so durch diese Landschaft fahre und so, dann gibt es in mir dieses Gefühl, dass ich irgendwie zu Hause bin. But even more so with God's people. Aber viel mehr noch mit den Menschen Gottes. I've had the joy and privilege of worshiping with God's people from around the world on five continents. Und ich hatte das Privileg schon mit Kindern Gottes auf der ganzen Welt von fünf Kontinenten Gott anzubeten. And there's such a beautiful experience to be shared among God's people as we worship our Heavenly Father together. Und es ist so eine wunderbare Erfahrung, wenn wir Gott anbeten können mit Menschen aus der ganzen Welt. It's such a joy and a privilege to be able to come to the house of the Lord and to worship Him and to hear His Word. Es ist so ein Privileg, zusammen zum Haus des Herrn zu kommen und gemeinsam ihn anzubeten und auf ihn zu hören. Today there are so many things I would love to say about our partnership with the German Christians. Heute würde ich eigentlich sehr gerne sehr viele Sachen sagen über unsere Partnerschaft mit deutschen Christen. How grateful we are for partners like the Bible Seminary of Bonn. Wie dankbar wir sind für Partner wie das Bibelseminar Bonn. How wonderful it is to teach and to train and to share in life and ministry with young leaders. Wie wunderbar es ist, junge Leiter auszubilden und mit ihnen das zu teilen, was wir haben. How marvelous it is to fellowship with God's people and His churches scattered across this great country. Wie wundervoll es ist, mit den Kindern Gottes zusammen zu sein. In den Gemeinden, die durch das ganze Land verteilt sind. But the greatest joy and privilege for God's people is always to open His Word and to hear what our Heavenly Father has to say to us. Aber die größte Freude und das größte Privileg ist es immer für Kinder Gottes, das Wort Gottes zu öffnen und zu hören darauf. And so I invite you to take your Bibles and turn with me to the book of Philippians in chapter 2. Und ich lade euch ein, dass wir die Bibeln aufschlagen und uns zu Philipper 2 aufschlagen. Children, let me invite you to join us here as well. Lass mich auch die Kinder einladen, das zu tun. I have my own three children at home who'll be in church today, sitting on the front row of the church. Ich habe auch meine eigenen drei Kinder zu Hause, die jetzt gerade, die jetzt auch in der ersten Reihe sitzen werden. I have a 15-year-old daughter named Anna. Ich habe eine 15-jährige Tochter, die heißt Anna. She has blonde hair and green eyes, just like her mother. Sie hat blonde Haare und grüne Augen, so wie ihre Mutter. She has a beautiful spirit and a joyful heart and an infectious laughter. Sie hat einen wunderschönen Geist und ein ansteckendes Lachen. I have an 11-year-old son named John. Ich habe einen 11-jährigen Sohn mit Namen John. He's a tremendous athlete and loves sports. Und er ist ein sehr guter Athlet und er liebt Sport. But he has a tender heart towards God, and it seems as if God is calling him to be a pastor too. Aber trotzdem hat er ein Herz für Gott und es scheint, dass Gott ihn dazu beruft, auch einmal Pastor zu sein. And then I have a little 5-year-old boy named William. Und dann habe ich einen 5-jährigen Jungen mit Namen William. He's a barbarian at heart. Der ist ein Barbare im Herzen. We call him William the Conqueror. Wir nennen ihn William der Eroberer. He has a smile and a laughter himself, but has no fear in his heart. Er hat auch ein Lachen, aber er hat keine Angst in seinem Herzen. I wish my family were here to share this morning together with us, but it's my joy to be with your families as we gather to worship. Es wäre mir eine Freude gewesen, wenn meine Familie auch hier sein könnte, aber leider ist das nicht der Fall. As you make your way to Philippians 2, beginning in verse 5, Daniel in just a moment is going to read verses 5 through 11 for us.
Und ich werde jetzt Philipper 2 ab Vers 5 bis 11 vorlesen. It's a passage of scripture where Paul teaches us that things are not always as we think they are. Und dieser Passage, da zeigt Paulus uns auf, dass Dinge nicht immer so sind, wie wir denken, dass sie sind. Let me tell you a story about a man with a dog. Lass mich eine Geschichte von einem Mann und einem Hund erzählen. This man liked to sit in the park with his strange little yellow dog. Und dieser Mann, der liebte es, im Park zu sitzen, und der hatte so einen merkwürdigen gelben kleinen Hund. It was an odd-looking dog. Und der sah sehr komisch aus. But the man and his dog sat peacefully in the park. Aber sie saßen so ganz friedlich im Park. In the same park, there was another man who was a bit of a bully in the town, and he had a dog that was a bully too. Und in diesem Park, dann ging auch ein anderer Mann umher, und der war so ein bisschen einer, der liebte es, andere Leute runterzumachen. It was an aggressive man with an aggressive dog. Und er war ein aggressiver Mann mit einem aggressiven Hund. And they took joy in striking fear in the hearts of others. Und die liebten es, andere in Angst zu versetzen. The man was walking through his park when his dog tugged on the leash, leaping at this little yellow, odd-looking dog. Und dieser Mann, der läuft dann durch den Park, und sein Hund springt plötzlich und zieht an der Leine, weil er zu diesem gelben kleinen Hund will. The owner of this dog said, "I wouldn't do that if I were you." Und der Eigentümer des Hundes, der sagt, also, ich würde das nicht machen, wenn ich du wäre. The bully of a man took this as a dare. Und der Mann, der sagte sich natürlich, dann erst recht. So he dropped the leash and let his dog attack this odd-looking yellow dog. Also ließ die Leine los und der Hund, der sprang auf diesen gelben Hund zu. The little yellow dog snapped its mouth and bit this big dog in half. Und dieser kleine Hund, der machte seinen Mund auf und er biss diesen Hund in die Hälfte. The bully of a man was shocked and surprised that his dog had been killed right in front of his eyes. Und dieser Mann, der war erstaunt und erschrocken, dass sein Hund vor seinen eigenen Augen getötet wurde. The man who was a bully asked this mild-mannered man sitting on this park bench a question. Und er fragte diesen Mann auf der Parkbank dann eine Frage. He said, "What kind of dog is this?" Der fragte, was ist das denn für ein Hund? He said, "Well, before I sawed off its tail and painted it yellow, it was an alligator." Und er sagte, bevor ich den Schwanz abgeschnitten und ihm gelb angemalt habe, war es ein Krokodil. You see, sometimes things are not as they appear to be. Und wie ihr seht, sind manchmal Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick aussehen. And in Philippians chapter 2 in verse 5, Jesus appears as a servant who dies. Und in Philipper Kapitel 2 sehen wir, wie Jesus als ein Diener auftritt, der stirbt. But in reality, he is the eternal God of the universe. Aber in Wirklichkeit ist er der ewige Gott des Universums. I'm going to ask Daniel to read our passage of scripture, verses 5 through 11. Would you stand as we read God's word? Und ich lese das auch und aufstehen, wenn wir es lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde dem Menschen gleich und dem Äußeren als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. You may be seated. Here Paul deceived himself, and in turn the Father exalted him. Und hier beschreibt Paulus, wie Jesus sich selbst entäußert hat und wie der Vater ihn dafür erhöht hat. And this lesson that we learn is an example for all people. Und diese Lektion, die wir hier lernen, das ist ein Beispiel für alle Menschen. It's a lesson that lies at the heart of knowing God as our Savior and following Jesus as our Lord.
Es ist eine Lektion, die am Herz dessen ist, dass wir Jesus nachfolgen und ihn als unseren Herrn kennen. The invitation to us is to empty ourselves and to humbly come follow after Jesus. Und die Einladung an uns ist die, dass wir uns selbst entäußern und demütig kommen, um Jesus nachzufolgen. Now it seems so backwards, doesn't it? Und es scheint ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? It's a world that's upside down. Es ist eine Welt, die sich auf den Kopf gestellt hat. We empty ourselves in order to be exalted by God. Wir entäußern uns selber, um dafür von Gott erhöht zu werden. We humble ourselves in order to share in the glory of Christ. Wir demütigen uns selber, um die Ehre Gottes zu teilen. But we find this example in Jesus Christ himself. Aber wir sehen das schon in Jesus Christus selbst. He emptied himself and the Father exalted him. Er hat sich selbst entäußert und der Vater hat ihn dafür erhöht. And we should follow his example and empty ourselves and be dependent upon God. Und wir sollten seinem Beispiel folgen und uns selbst entäußern und von Gott abhängig sein. Consider the two lessons that Jesus teaches us. Und bedenkt diese zwei Lektionen, die Jesus uns hier mit lehrt. First, how the Bible describes that Jesus emptied himself. Erstmal, wie die Bibel zeigt, wie Jesus sich entäußert hat. In verses 6 through 8, Paul describes for us how the exalted Jesus in heaven descended to earth. Und in den Versen 6 bis 8 zeigt Paulus uns, wie der erhöhte Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. He begins in verse 6 to tell us about Jesus' glory that he enjoyed in heaven. Und er beginnt, indem er uns in Vers 6 zeigt, welche Ehre Jesus Christus im Himmel hatte. He says that he existed in heaven eternally. Und zeigt uns, dass Jesus im Himmel schon ewig existierte. Jesus was from the very beginning God. Er war vom Ursprung her Gott. He was unchanging, he was eternal, and he was holy. Er war unveränderlich, ewig und heilig. The original language tells us how significant this was in Paul's mind. Und die Originalsprache, die zeigt uns, wie großartig das in Paulus Verstand war. He uses the Greek word morphe to describe how Jesus was exactly and precisely God. Er nutzt das griechische Wort morphe, um zu zeigen, dass Jesus genauso wie Gott war. This is a fundamental truth in our Christian faith. Und das ist eine der Grundwahrheiten des christlichen Glaubens. Jesus, you see, was not just a man who was an example to follow, but the Bible teaches us that Jesus was fully God. Jesus war nicht nur einfach ein guter Mensch, dessen Beispiel wir folgen sollen, sondern die Bibel zeigt uns, dass Jesus wirklich voll und ganz Gott war. Jesus would share this truth with his disciples in John 14 and verse 9. Und Jesus erzählt das seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 9. He said, he who has seen me has seen the Father. Derjenige, der mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. This is why in Hebrews the Bible says that Jesus is the exact representation of God. Das ist, warum die hebräische Bibel sagt, dass Jesus der exakte Repräsentant von Gott ist. And the Bible goes on to describe that though he was God, he did not try to be equal to God when he lived in his flesh. Und die Bibel geht weiter und zeigt uns, dass obwohl Gott war, nicht versucht hat, Gott gleich zu sein, als auf der Erde lebte. He was fully God, and yet he set aside the prerogatives or privileges of being God. Er war wirklich voll Gott, aber er hat seine Privilegien zur Seite gestellt. Verse 6 says he did not grab a hold of these things as if to claim them. Er hat nicht einfach das Ganze gehalten, als wenn er es festhalten müsste. Instead, he temporarily set aside all of the privileges of heaven in order to step out of heaven and into our world. Stattdessen hat alle die Privilegien des Himmels zur Seite gesetzt, auf die Erde zu kommen. And here Paul tells us how Jesus stepped down the staircase out of heaven and into our world. Und zeigt uns, und Paulus zeigt uns, wie Jesus diese Treppe hinunterging von dem Himmel bis auf unsere Erde. The first step down was in him becoming a man. Und erste Schritt herunter, der war, dass ein Mensch wurde.
He emptied himself, verse 7 says. Und es sagt in Vers 7, er entäußerte sich selbst. He voluntarily set aside privileges and power and the praise of heaven. Er hat freiwillig die Kraft, die Gewalt, die Privilegien des Himmels zur Seite gestellt. And some who do not know Christ think, why would he do this? Und manche, die Jesus Christus nicht kennen, die denken sich, warum würde man so etwas tun? You may be here today and you may not know Jesus Christ and you may think, why would God set aside all of this glory? Vielleicht bist du heute hier und du kennst Jesus nicht und fragst dich, warum würde Gott alle seine Privilegien aufgeben? The Bible is clear about why he did this. Und die Bibel, die sagt uns ganz klar, warum er das tat. He came to seek and to save that which was lost. Er kam, um das zu suchen und zu finden, was verloren ist. He came to rescue sinners from their sin. Er kam, um Sünder von ihrer Sünde zu retten. He came to help people in their suffering. Er kam, um Menschen in ihrem Leiden zu helfen. He came to identify with his creation. Er kam, um sich mit seiner eigenen Schöpfung zu identifizieren. And this is why he was made in the likeness of man. Deshalb wurde er genau wie ein Mann gemacht, oder wie ein Mensch. Verse 7 tells us that he was like a man, and verse 8 adds to it that he was in the appearance of a man. Und Vers 7 sagt uns, dass er wie ein Mensch war, und Vers 8, dass er die Erscheinung eines Menschen hatte, das Aussehen. At this point, the language of the Bible is very precise. Und an diesem Punkt ist die Sprache der Bibel sehr präzise. Like he said that Jesus was fully God, he now says Jesus was fully man. So wie sie vorhin gesagt hat, dass Jesus voll und ganz Gott war, sagt sie jetzt, dass er ganz Mensch war. Some say Jesus only appeared to be a man. Manche sagen, Jesus sah nur so aus wie ein Mensch. But that's not what the Bible teaches. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Just as the Bible says Jesus was fully God, the Bible also adds to that thought that he was fully man. So wie die Bibel uns sagt, dass Jesus ganz Gott war, sagt sie uns auch, dass er ganz Mensch war. And this again lies at the heart of our Christian faith. Und das ist eine der Kernwahrheiten des christlichen Glaubens. Jesus, you see, took upon him our frailties. Er hat es auf uns, auf sich unsere Schwachheiten genommen. He took upon himself our limitations. Unsere Einschränkungen. He lived with our frustrations. Er lebte mit unseren Frustrationen. He understood our problems. Er hat unsere Probleme verstanden. And again, Hebrews chapter 4, verse 15 tells us why. Und in Hebräer 14, Vers 4 sagt es das, wieso. So that he could sympathize with our weaknesses and our struggles. So dass er mit uns Mitleid haben konnte in unseren Herausforderungen und in unseren Kämpfen. But in his struggles there was something different about Jesus Christ. Aber in seinen Kämpfen war es etwas anders als bei uns. He was tempted in all the ways that we were and are, but he was without sin. Er wurde auf jede Weise versucht, wie auch wir versucht werden, aber er war ohne Sünde. Now as we read these words about the Apostle Paul's perspective on Jesus Christ, we must take note of this. Und wenn wir jetzt hier Paulus Anmerkungen darüber lesen, dann müssen wir das bemerken. That Jesus is unique. Dass Jesus einzigartig war. He is completely God. Er ist ganz Gott. And as God, he became fully man. Und als Gott wurde er ganz und gar Mensch. But Jesus not only stepped out of heaven and stepped down to become a man, the Bible says that Jesus secondly became a servant. Aber er ist nicht einfach nur aus dem Himmel heruntergekommen und ein Mensch geworden, sondern die Bibel sagt, dass er ein Diener wurde. Notice what the rest of verse 7 says. Schaut, was der Rest von Vers 7 sagt. He emptied himself and took the form of a servant. Er entäußerte sich selbst und nahm die Erscheinung eines Knechtes an. The word servant is the word bondslave. Das Wort Diener, das ist das Wort gebundener Sklave. He voluntarily entered in to servanthood to all of mankind. Er hat freiwillig sich selbst in die Dienstschaft der ganzen Menschheit gestellt. He who created and owned everything chose to set aside everything that he owned in order to become a slave to all. Derjenige, der alles erschaffen und besessen hat,
Er kam runter und wählte, dass er der Diener von allem wurde. He set aside the wealth and the beauty and the glory of heaven. Er ließ die Herrlichkeit und die Schönheit des Himmels hinter sich. In order to take on the poverty of earth. Und nahm die Armut der Erde an. In order to carry our burdens. Indem er unsere Lasten trug. In order to serve you and me. Um mir und dir zu dienen. And today, friend, he calls us to come to him when we are heavy laden and wearied and burdened. Und heute, mein Freund, ruft er auch dich, wenn du beladen bist. And he gives you rest. Und er gibt Ruhe. Jesus not only humbled himself by becoming a man and by being a servant, but there's a third way in which he humbled himself. Aber er demütigte sich nicht nur, indem er ein Mensch und ein Diener wurde, sondern es gibt noch einen dritten Punkt. You'll find it in verse 8. Ihr findet das in Vers 8. He humbled himself by coming to die. Er hat sich selbst gedemütigt, indem er gekommen ist, um zu sterben. And not just to die any death, but to die the death upon the cross. Und nicht nur um irgendwie zu sterben, sondern um den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. It is one level of a miracle that Jesus would step out of heaven and into humanity. Es ist ein unglaubliches Wunder, dass Jesus aus dem Himmel stieg und ein Mensch wurde. It is an altogether other kind of thing that God would come and die. Aber es ist noch mal eine viel größere Stufe, dass Gott hinunterkommt, um zu sterben. And not just die any death, but to die a horrible death upon a cross. Aber nicht nur um irgendeinen Tod zu sterben, sondern diesen fürchterlichen Tod am Kreuz. And upon that cross, where he was tortured and killed, that his death would be a sacrifice for our sins. Und an diesem Kreuz, wo er gefoltert und gestorben ist, da war sein Tod das Opfer für unsere Sünden. He would become our substitute and take our place. Er wurde unser Stellvertreter und nahm unseren Platz ein. He would take on our punishment that we deserved, and he would be our substitute. Er nahm die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, und er wurde unser Stellvertreter dafür. That Jesus, who loved us enough to enter into our world, loved us enough to take our place upon our cross. Und dieser Jesus, der uns genug geliebt hat, dass er für uns auf die Erde gekommen ist, er liebt uns so sehr, dass er an das Kreuz für uns gegangen ist als Stellvertreter. He did this in order that we might become his children. Und er tat es, damit wir seine Kinder werden können. Now here's where the world begins to be turned upside down. Und hier wird die Welt wirklich völlig auf den Kopf gestellt. Paul tells us this terrible story of the death of Christ. Und Paulus erzählt uns die fürchterliche Geschichte vom Tod Jesu Christi. He tells of an innocent man who has died in our place. Er erzählt von einem unschuldigen Mann, der an unserer Stelle gestorben ist. But in verses 9-11, he tells us how God turns the world upside down through the work of Jesus upon the cross. Aber in Vers 11 zeigt er, wie Gott die Welt wieder auf den Kopf stellt durch das Werk Jesu Christi. The people who crucified Jesus did it to disgrace him and discredit him. Diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, sie taten es, um ihn zu verunehren und um ihn zu demütigen. But God vindicated the death of Jesus Christ. Aber Gott drehte diesen Tod von Jesus Christus um. Like a judge who overturns a verdict and said, you have gotten it wrong, let me tell you how it is. Und wie ein Richter, der das Urteil einfach umschmeißt und sagt, ihr habt das falsch gemacht, lass mich erzählen, wie das wirklich ist. Verse 9 tells us of God's conclusion. Und Vers 9 zeigt uns, was Gott für eine Schlussfolgerung gezogen hat. He says, for this reason God also highly exalted him. Aus diesem Grund hat Gott ihn auch hoch erhöht. The word exalted is a very important biblical word. Und dieses Wort erhöht, das ist ein wichtiges biblisches Wort. It tells us that God raised him up. Es zeigt uns, dass Gott ihn aufgehoben hat. He raised him up in three ways, the Bible tells us. Und er hat ihn in drei verschiedenen Arten hochgehoben. Number one, and most importantly, God raised him from the dead in the resurrection. Das erste und wichtigste ist, Gott hat ihn hochgehoben, indem er ihn auferweckt hat. Hallelujah. Hallelujah.
It is our hope and our salvation that Jesus has been risen from the dead. Es ist unsere Hoffnung und unsere Rettung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. And friend, from the very first sermon that was proclaimed by the church after the resurrection of Jesus, this truth was proclaimed. Und in der allerersten Predigt, die Gemeinde oder die vor der Gemeinde gehalten wurde nach der Auferstehung Christi, da wurde diese Wahrheit proklamiert. In Acts chapter 2, Peter would preach that first message. In Apostelgeschichte 2, da predigt Petrus. And he would declare God's verdict. Und erklärt Gottes Urteil. He would say, "This Jesus God raised up again." Dieser Jesus Christus wurde von Gott wieder auferweckt. And we are witnesses to this resurrection. Und wir sind Zeugen dieser Auferstehung. Are you a witness to this resurrection? Bist du ein Zeuge dieser Auferstehung? Has the resurrected Jesus saved you? Hat dieser auferstandene Christus dich gerettet? Is the power of God at work in your life to transform you? Ist die Kraft Gottes in deinem Leben am Arbeiten, um dich zu verändern? There's a second way in which God exalted Jesus Christ. Es gibt einen zweiten Weg, wie Gott ihn wieder hochgehoben hat. It's his ascension into heaven. Es ist seine Himmelfahrt. Earlier in our testimony, we heard the testimony of Jesus worshipped in heaven by every tribe and nation. Vorhin haben wir das Zeugnis darüber gehört, wie am Ende aus jeder Sprache Menschen Gott anbeten werden. The song sung to the Lamb of God is recorded in Revelation 15 and verse 12. Und dieses Lied, das zu Gott gesungen wird, das wird in Offenbarung 15 beschrieben. The song goes like this. Und das Lied geht folgendermaßen. Worthy is the Lamb. Würdig ist das Lamm. To receive power and wealth and wisdom. Kraft und Ehre und Weisheit zu erlangen. And strength and honor and glory and praise. Und Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Preis. And in the book of Revelation we see the resurrected Christ seated at the right hand of the Father on the throne of heaven. Und wir sehen in Offenbarung, wie Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzt. Because of what Jesus has done in his death and his resurrection. Wegen dem, was Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung getan hat. God has made him ruler and judge over all the world. Darum hat Gott ihn zum Richter und Herrscher über die ganze Welt gemacht. Now there's a final way in which God has exalted him. Und es gibt einen letzten Weg, wie Gott ihn erhöht hat. The Bible says that God has exalted him with a name that is above every name. Gott hat ihn erhöht mit einem Namen, der über alle Namen ist. Now what is that name? Was ist das für ein Name? Jesus has many names in the Bible. Jesus hat viele Namen in der Bibel. Isaiah 42 and verse 8 says, "I am the Lord; that is my name." In Jesaja 53 sagt er, ich bin der Herr, das ist mein Name. And we call Jesus Lord. Und wir nennen Jesus unseren Herrn. The Bible says that Jesus shall be his name. That's what he told his mother and father when the angel came. Und der Engel hat Maria und Josef gesagt, dass Jesus der Name sein soll. He will save his people from their sins. Er wird seine Leute von den Sünden befreien. The Bible says that he is to be called the Christ. Die Bibel sagt, dass der Christus genannt werden soll. The Messiah, the anointed one of God. Der Messias, der Gesalbte Gottes. The one chosen to accomplish the work of God in this world. Derjenige, der erwählt wurde, Gottes Werk zu vollbringen. But also in the book of Revelation we find that there's another name. Aber in der Offenbarung finden wir, dass es noch einen weiteren Namen gibt. A name that is known to no one else. Ein Name, den sonst niemand weiß. Revelation 19, verse 12 tells us about that name. Offenbarung 19, Vers 12 erzählt uns über diesen Namen. The Bible says his eyes are a flame of fire. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. And on Jesus' head are many diadems. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. And he has a name written on him which no one knows except himself. Und hat einen Namen auf seiner Stirn geschrieben, den keiner weiß außer selbst. God gives him a glory and an honor for what Christ has done for us in salvation. Und der Vater gibt ihm eine Ehre und Herrlichkeit dafür, was in unserer Rettung getan hat. And this name of Jesus has power and authority over the world and over our lives. Und dieses Wort von Jesus Christus hat Kraft und Herrlichkeit über unser Leben. The question for you this morning is this. Die
Frage für dich heute Morgen ist: Have you submitted yourself to the authority of the name of Jesus Christ? Hast du dich der Autorität dieses Namens von Jesus Christus schon untergestellt? Would you look at verse 10? Wollen wir uns Vers 10 anschauen? Notice what he says. Schaut, was er sagt. That in the name of Jesus, dass im Namen Jesu, every knee will bow. Sich alle Knie beugen werden. To those who are in heaven, alle die im Himmel sind, and those who are on earth, und die auf der Erde sind, and even those under the earth, und sogar die unter der Erde. You see, everyone and everything will one day give Jesus the glory and honor that he deserves. Wie ihr seht, wird jeder und alles eines Tages Jesus die Ehre geben, die er verdient. Again in the book of Revelation we find even the apostle John meeting Jesus face to face. Und in Offenbarung finden wir auch eine Stelle, wo Johannes Jesus von Angesicht zu Angesicht trifft. And when he does, he falls at Jesus' feet as a man who was dead. Und als er ihn sah, dann fiel er zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Revelation 1 says that he was overwhelmed with the heavenly glory of Jesus Christ. Und Offenbarung 1 sagt, dass er mit der von der Herrlichkeit von Jesus Christus überwältigt war. You see, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord of the glory of God the Father. Und wie ihr seht, jede Sprache wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Now as I close, there are two things that I want us to apply these truths that Paul teaches us to our lives. Und wenn ich jetzt schließe, dann möchte ich, dass wir zwei Dinge hier mitnehmen, die wir auf unser Leben anwenden. Number one, to the unbeliever. Zum ersten, für denjenigen, der nicht glaubt. I want you to hear and see in Scripture today this truth. Ich möchte, dass du heute in der Schrift diese Wahrheit siehst. That there is coming a day where you will declare that Jesus Christ is Lord of all. Dass es eines Tages diesen Tag gibt, wo auch du bekennen wirst, dass Jesus Christus der Herr ist. It will take place either on earth as you submit your life to Jesus Christ. Es wird entweder auf der Erde passieren, wenn du dein Leben Jesus Christus hingibst. Or it will take place in eternity unto your eternal judgment. Oder es wird stattfinden bei deiner ewigen Verdammnis in der Ewigkeit. But one day, everyone and everything will declare that Jesus Christ is Lord of all. Aber eines Tages wird jeder bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. In chapter 3, Paul would give his personal testimony. Und in Kapitel 3 wird Paulus sein persönliches Zeugnis geben. And he would make confession of things that could not save him before he made a declaration of what he knew could save him. Und er zeigt Dinge auf, von denen er gedacht hat, dass sie ihn retten, was aber gar nicht stimmte. He declared that a spiritual heritage in his family was a marvelous thing. Er erklärte, dass ja das geistliche Erbe in seiner Familie eine wunderbare Sache war. But he said it could not save him. Aber es konnte ihn nicht retten. He said being a moral person and following the instructions of the law is a wonderful blessing. Und er sagt, dass eine moralische Person zu sein und dem ganzen Gesetz zu folgen, das war eine wunderbare Sache. But morality can't save you. Aber moralisches Verhalten rettet dich nicht. He would say that you could be zealous for many spiritual things and sincerely try to follow God. Und er sagt, dass du eifrig und dass du ehrlich den geistlichen Dingen hinterherläufst und versuchst, Gott zu dienen. But sincerity and zeal will not get you into heaven. Aber Aufrichtigkeit und Eifer werden dich nicht in den Himmel bringen. He declared that he tried to be blameless before the law and others. Und er versuchte, fehlerfrei zu sein vor dem Gesetz und vor anderen. But following the law and doing good works could not get him into heaven. Aber das Gesetz zu befolgen und Gutes zu tun konnte ihn nicht in den Himmel bringen. Paul said none of these things could save him, and they can't save you either. Und er sagte, nichts davon konnte mich retten und es wird auch dich nicht retten. Let me tell you a story about a father and a daughter. Lass mich eine Geschichte von einem Vater und einer Tochter erzählen. Imagine that a father loves his daughter very much. Stellt euch vor, dieser Vater liebt seine Tochter. Does everything that he possibly can for her. Und er tut alles, was er irgendwie kann für sie. He
sacrifices for her. Er opfert sich für sie. He gives his time to her. Er gibt ihr seine Zeit. He spends his money on her. Er gibt sein Geld für sie aus. He invests his life in her. Er investiert sein ganzes Leben in sie. And when the daughter goes off to university, she begins to make her own way in the world. Und dann geht die Tochter zur Universität und sie fängt an, ihren eigenen Weg zu gehen. But imagine that she chooses to never speak to her father again. Aber stellt euch vor, sie würde jetzt beschließen, nie wieder zu ihrem Vater zu reden. Maybe at Christmas time she sends him a card. Vielleicht wird sie ihm zu Weihnachten eine Postkarte schicken. Maybe at a particular holiday she sends him a picture. Vielleicht an einem bestimmten Feiertag ein Bild. She tries to live like her father taught her. Sie versucht so zu leben, wie ihr Vater es ihr beigebracht hat. Kind, honest, hardworking. Freundlich, ehrlich, hart arbeitend. Perhaps even charitable at times. Und vielleicht auch großzügig und spenderisch. But she never speaks to or relates to her father again. Aber sie redet nie wieder mit ihrem Vater. Would this be good and acceptable? Würde das gut und ja normal sein? Of course not. Auf jeden Fall nicht. None of us would think that this is acceptable. Niemand von uns würde denken, dass wir so etwas akzeptieren würden. Neither is it acceptable with God. Und genauso ist es mit Gott. God asks us to heal the broken relationship and live in a friendship and relationship with Him. Gott möchte diese zerbrochene Beziehung zu ihm reparieren und möchte, dass wir in einer Beziehung und Freundschaft zu ihm leben. The Bible tells us this is what Jesus makes possible. Und die Bibel sagt uns, dass das ist, was Jesus für uns möglich gemacht hat. He reconciles us to our Father. Er versöhnt uns mit dem Vater. He helps us to know Jesus Christ as Savior and Lord. Sie zeigt uns, dass wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn kennen können. And for unbelievers, this is what Jesus does for you. Und für euch, die ihr nicht glaubt, das ist das, was Jesus für dich tut. He invites you through faith to enter into a relationship with God by what Jesus Christ has done for you. Er lädt dich zum Glauben ein, zu einer Beziehung zu ihm, durch das, was Jesus Christus getan hat. Now the second point of application this morning. Jetzt der zweite Punkt der Anwendung. It's to the believer. Es ist an den Gläubigen gerichtet. To the believer, the gospel challenges you to live out your faith in Jesus Christ. Und die Bibel ermutigt dich, dass du deinen Glauben an Jesus Christus auslebst. He gives us this application in verses 12 through 15. Er gibt uns die Anwendung dafür in Versen 12 bis 15. He tells us in verse 15 that we should live like the children of God. Und sagt uns in Vers 15, dass wir so wie Gottes Kinder leben sollen. He says additionally that we should not live in the world like the world. Wir sollen nicht in der Welt wie die Welt leben. Instead of being a part of a crooked and perverse generation, he calls us to live like bright lights in a dark world. Anstelle einfach nur ein Teil von einer zerbrochenen, kaputten Gesellschaft zu sein, sollen wir wie helle Lichter in der Welt, in einer großen Dunkelheit leben. And in verse 16 he says to hold fast to the word of life. Und in Vers 16 sagt dass wir uns festhalten sollen am Wort des Lebens. He says to us as believers, tie ourselves to the word of God and to live in a manner worthy of Jesus Christ. Sagt uns, wir sollen uns an das Wort Gottes binden und in einer Weise leben, wie sie würdig des Evangeliums ist. You see, Jesus turns the world upside down for believers and for unbelievers. Jesus stellt die Welt auf den Kopf, sowohl für Ungläubige als auch für Gläubige. He emptied himself and God exalted him. Er entäußerte sich selbst und Gott erhöhte ihn dafür. And for the unbeliever, Jesus says, set aside yourself and everything that you think is sufficient and come follow him. Und für denjenigen, der nicht glaubt, da sagt Jesus, setze alles zur Seite, was du denkst, was genug ist, und folge mir nach. And for the believer, he says, don't live the way the world tells you is right. Oh no, I've turned the world upside down. Follow after me. Und zu dem Gläubigen sagt er, lebe nicht so, wie die Welt das für richtig hält. Nein, ich habe alles auf den Kopf gestellt. Folge mir nach. Let me tell you a true story from America. Lass mich eine wahre Geschichte aus Amerika erzählen. It's from Hollywood. Es ist aus Hollywood. Hollywood, of course, is not something good that gives anything good to the world, but there is a story out of Hollywood that makes the point.
Hollywood ist jetzt nicht unbedingt das, was das Beste aus in die Welt hinaus posaunt, aber es gibt eine Geschichte, die das auf den Punkt bringt. There's a man named Michael Brady. Es gibt einen Mann mit Namen Michael Brady. He was a stuntman for Universal Studios. Und er war ein Stuntman für Universal Studios. He jumped out of planes with a camera on his head as a parachuting skydiver. Also er ist aus Flugzeug gesprungen mit einer Kamera auf seinem Kopf. He jumped off of mountains and filmed his descent down canyon walls. Und er sprang von Bergen runter und hat seinen Runterflug hat er gefilmt. He was known to jump across moving trains one from another. Und er war dafür bekannt, dass er zwischen zwei Zügen, die sich in die gegengesetzte Richtung bewegt haben, hin und her springen konnte. One day one of his stunts went terribly wrong. Und eines Tages ist einer seiner Stunts völlig daneben gegangen. He was in Arizona and he was climbing up a train. Und er war in Arizona und ist einen Zug hochgeklettert. He slipped and fell and mashed his head. Er rutschte aus, fiel und er hat seinen Kopf angeschlagen. He was flown to the hospital by a rescue helicopter. Und er wurde von einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen. He was declared clinically dead when he arrived. Und er war, als er ankam, klinisch tot. He was kept alive artificially while his organs were being prepared to be transplanted to save the lives of other people. Und er wurde künstlich am Leben erhalten, als seine Organe darauf vorbereitet wurden, dass sie an andere Menschen transplantiert wurden. There was another man named Bill Wall. Und es gab einen anderen Mann, der hieß Bill Wall. He had been kept alive for 159 days on an artificial heart. Und er wurde 159 Tage mit einem künstlichen Herzen am Leben erhalten. But then Michael's heart was transplanted into his chest. Und dann wurde das Herz von Michael Brady in sein Herz transplantiert, in seine Brust transplantiert. After the transplant had taken place, Michael Brady's family contacted Bill Wall. Und als diese Transplantation passiert war, dann hat die Familie von Michael Brady diesen Bill Wall kontaktiert. They said they wanted to meet the man that Michael's heart had saved his life. Und sie wollten den Mann treffen, dessen Leben gerettet wurde von dem Herz von Michael Brady. They were so sad about the death of their son, but they wanted to meet the man whose life their son's heart had saved. Sie waren unglaublich traurig über den Tod ihres Sohnes, aber sie wollten trotzdem den Mann treffen, dem das Leben gerettet hat. This man received this brother's family into his home. Und dieser Mann, er hat die Familie dieses Michaels in seine. He heard about this stuntman and his physical strength and his great courage. Und er hörte von diesem Stuntman und von seiner physischen Kraft und von seinem Mut. But Bill Wall had been an overweight, out of shape, lazy person all of his life. Aber Bill Wall, der war eigentlich ein übergewichtiger, eine faule Person sein ganzes Leben gewesen. When Bill discovered that he had received this great and strong man's heart, he knew that he must change his life. Und als er verstanden hat, dass er von so einem Athleten sein Herz bekommen hat, dann hat er verstanden, jetzt muss ich mein Leben ein bisschen ändern. He began exercising. Und dann hat er angefangen zu trainieren. And running. Und zu laufen. And lifting weights. Und Gewichte zu heben. And swimming in the pool. Und zu schwimmen. And bicycling. Und Fahrrad zu fahren. Every day he thanked God for Michael Brady's heart that had saved his life. Und jeden Tag dankte er Gott für das Herz von Michael Brady, das ihn gerettet hatte. And it changed the way Bill lived the rest of his life. Und es hat das Leben von Bill für den Rest des Lebens verändert, wie er gelebt hat. When Bill's brother came to see Michael, und als der Bruder von Bill kam, he brought with him a doctor's stethoscope. Dann hat er mit sich so ein Stethoskop gebracht. He visited with this new friend that his brother's life had saved. Und er hat diesen neuen Freund besucht, dessen Leben gerettet wurde von seinem Bruder. And after their visit, as he was leaving their home, he pulled out the stethoscope from his pocket and said, "I have a request." Und als sie dann fahren wollten, dann hat er das Stethoskop aus seiner Tasche geholt und hat gesagt, ich habe eine Bitte. He said, "I want to listen to my brother's heart beat in your chest. I want to hear my brother's heart one more time." Und er sagte, ich möchte das Herz meines Bruders in deiner Brust schlagen hören einmal. And friends, that's what God longs for in each of us. Und
Leute, das ist das, was Gott von uns möchte. He longs to hear the heartbeat of his son in our lives. Er möchte den Herzschlag seines Sohnes in unserem Leben hören. For he saves our lives. Denn er hat unser Leben gerettet. And he changes the way that we live. Und er verändert, wie wir unser Leben leben. Would you bow your head and close your eyes? Würdet ihr eure Augen schließen? Today, can you say that Jesus Christ is your Savior and Lord? Kannst du heute sagen, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist? If not, then today I invite you to ask Him into your heart and forgive you of your sins. Dann lade ich dich heute ein, ihn zu bitten, in dein Leben zu kommen und deine Sünden zu vergeben. If you're here today and you're a follower of Jesus Christ, I ask you this question. Wenn du heute hier bist und ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann möchte ich dich fragen. Is Jesus' heart beating in your life? Schlägt das Herz Jesu in deinem Leben? Are the things he loves the things you love? Sind die Dinge, die er liebt, die Dinge, die auch du liebst? Are the things he hates the things you hate? Sind die Dinge, die er hasst, auch die Dinge, die du hast? Is the gospel of God alive in your life and at work? Ist das Evangelium Gottes in deinem Leben am Arbeiten? The Bible tells us that whenever we hear the word of the Lord, that we have an opportunity to respond in faith. Und die Bibel sagt uns, dass wir immer eine Möglichkeit haben, wenn wir das Evangelium hören, darauf zu antworten. Today, in this moment, each one of us will respond. Und heute, in diesem Moment, wird jeder von uns antworten. Will you say amen to the word of God? Sagst du Amen zu dem Wort des Herrn? Let this be true in my life, God. Lass das auch in meinem Leben wahr werden. Maybe there's an act of faith, of obedience that you need to take. Vielleicht ist es ein Akt des Gehorsams und der Unterordnung, den du machst. I invite you after the service to share with one of our pastors or leaders today if you need to trust in Jesus Christ. Und ich lade dich nach dem Gottesdienst ein, dass du einen unserer Pastoren, unserer Leiter ansprichst, wenn du dein Leben Jesus Christus übergeben willst. I invite those of you who need the heartbeat of Jesus in your life to speak and pray with pastors and to commit your life anew today to the purposes of Jesus Christ. Ich bitte für diejenigen, die, dass ihr zum Pastor kommt und dass ihr euer Leben neu hingebt für Jesus Christus. Pray with me. Betet mit mir. Our Father in heaven, Vater im Himmel, your word speaks to us. Dein Wort redet zu uns. We hear and receive this word. Wir hören und wir verstehen dieses Wort. You tell us how you emptied yourself in order to be exalted. Du hast uns gezeigt, wie du dich erniedrigt hast, um erhöht zu werden. Help us to set aside ourselves and be used by you. Hilf uns, uns selbst zur Seite zu stellen und von dir gebraucht zu werden. Help us to empty ourselves of our desires, and God, would you fill us with your heart and your spirit? Hilf uns, unsere eigenen Begierden loszulassen und uns von dir füllen zu lassen. May our heartbeat beat for you. Möge unser Herzschlag für dich schlagen. It's in Jesus' name that we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.